Wie du genau die Frauen in deinem Leben bekommst, die du wirklich möchtest, selbst dann, wenn du bisher in deinem Leben absolut erfolglos bei Frauen warst. Darum geht es jetzt hier in diesem Video und was ich dir hier sage, kann ich dir wirklich aus Erfahrung sagen, denn mein Job ist schon seit Jahren, Männern dabei zu helfen, genau dahin zu kommen, nämlich genau diesen Punkt zu erreichen, wo sie bei den Frauen landen, die sie wirklich wollen. Und ich kann dir sagen, es liegt immer und immer und immer wieder an denselben Dingen, wenn ein Mann dabei Schwierigkeiten hat, bei den Frauen zu landen, die er wirklich möchte. Und zwar sind das in der Regel fehlendes Selbstvertrauen, fehlende Kompetenz in diesem ganzen Bereich, also bei der Kommunikation, beim Flirten, in der Psychologie, im gesamten Auftreten. Oftmals auch einfach das fehlende Gefühl dafür, also für die soziale Kalibrierung und oftmals auch das fehlende Gefühl dafür, wie wirst du eigentlich eingeordnet? Also quasi, wie ziehst du dich an? Wie nehmen Leute dich wahr? Wie ist deine Frisur? Oder was machst du da draus? Und wie nehmen Leute das wiederum wahr? Weil, was viele Männer eben gar nicht so wirklich durchdenken, ist einfach so dieses Detail für diese Kleinigkeiten. Ja, wenn wir gerade mal bei dem letzten Punkt bleiben, dann sind es einfach Sachen wie Kerle laufen rum mit irgendwelchen Frisuren, die man eigentlich komplett kahl rasieren sollte, weil die Haare halt langsam einfach nicht mehr wirklich halten. Oder sie laufen mit Klamotten rum, die einfach irgendwie immer noch das letzte Jahrzehnt verkörpern oder die einfach nicht so wirklich das vom Stil her transportieren, was man eigentlich selber transportieren möchte. Und selbst wenn man da einfach wirklich einen ganz, ganz speziellen Stil folgt oder seinem eigenen Ding, ist es immer noch unglaublich wichtig dafür einfach zu wissen, was man eigentlich in dem Moment transportiert. Weil es ist überhaupt nichts falsch damit, wenn man sich so ein kleines bisschen anders präsentiert als andere. Aber man sollte halt einfach sich darüber hundertprozentig bewusst sein, was sagt man damit aus? Ist man damit in einer attraktiven Schublade drin, wenn man jemand Neues kennenlernt? Oder ist man damit erstmal schon mal direkt in der Schublade, wo die Leute sich sagen, was zum Teufel ist eigentlich da los? Und das sind aber ja nur erstmal die oberflächlichen Sachen. Die wirklich tiefgreifenden Sachen sind eben die Kommunikation, die Psychologie und das Auftreten insgesamt. Und die Kompetenz im Flirt. So, und wenn ich jetzt sage Kompetenz im Flirt, dann meine ich damit einfach ganz konkret, dass du in der Lage bist, überhaupt erstmal zu wissen, worauf kommt es dabei an? Wie schaffst du es eigentlich, dass eine Frau von dir angezogen ist? Also jetzt nicht nur darüber, dass du irgendwie ein toll aussehender Typ bist mit einer super Kiefergenetik und groß gewachsen und muskulös und all das. Ist ja schön, wenn du es hast, aber das hat ja nicht jeder. Sondern wirklich, wie du das meiste daraus machst. Und ich kann dir sagen, ich habe schon Leute gecoacht, die sind wirklich super kurz. Die sind vielleicht 1,70 groß oder 1,60 groß. Teilweise sogar noch kleiner und die können aber einfach wahnsinnig gut reden. Die haben einen richtig geilen Humor. Die haben einfach die Fähigkeit, wirklich schlagfertig drauf loszureden. Und wirklich auch mit Selbstvertrauen. Und diese Männer siehst du immer wieder mit schönen Frauen. So, das hebelt einfach jegliche Realität aus von sämtlichen Kerlen, die denken ja, wenn die in der Größe sind, dann sind die halt einfach zu klein für Frauen. Genau das Gleiche ist es mit Typen, die halt einfach denken, ja, keine Ahnung, brauchst halt irgendwie ein bestimmtes Gesicht und dann läuft es schon und ansonsten hast es halt nicht. Ich habe schon Leute gecoacht, die hatten definitiv nicht das Gesicht, was du in irgendeinen romantischen Film als Hauptdarsteller reinstecken würdest, weil es halt einfach nicht funktionieren würde. Ja, nicht mal, wenn die den Film produzieren würden, weil die würden ja ihr eigenes Geld wieder zurückmachen wollen. Aber trotzdem, die können diese Dinge, die haben das richtige Auftreten, die haben die richtige Art und Weise, wie sie mit Frauen reden, die haben die richtige Art und Weise, wie sie mit Frauen flirten, diese Präsenz, weißt du, im Augenkontakt, in der Stimme, in der Körperhaltung und dann funktioniert's. Und das meine ich mit Kompetenz. Und wahnsinnig viele Männer, denen ist einfach überhaupt gar nicht bewusst, dass sowas existiert. Also, die haben vielleicht mal irgendwann davon gehört, dass es Bücher gibt, die, wie zum Beispiel so Pick-up-Literatur oder die vielleicht einfach sich damit beschäftigen, wie du als Mann für Frauen interessanter bist, aber die halten das für Humbug. Oder die haben das vielleicht gelesen, überflogen, mal kurz ausprobiert und dann einfach nicht gerafft und falsch gemacht und dann gesagt, ja, abhaken, Deckel drauf, klappt nicht. Ja? Aber das ist wie, wenn einer eine Rede vor vielen Leuten hält und beim ersten Mal sich einen wegstammelt und sich dann sagt, nee, das mache ich nie wieder. Deckel drauf, klar, okay, dann ist das Thema natürlich durch, aber das heißt ja nicht, dass man deswegen das nicht lernen kann. Es sind nämlich andere, die sich nicht so anstellen oder die vielleicht auch wirklich mal beim ersten Mal komplett versagen, dann aber sagen, jetzt erst recht, die lernen es dann, die werden großartige Redner. Wenn du zum Beispiel Bodo Schäfer kennst, der hat so eine Story, da erzählt er das, dass der früher sich irgendwie als Ministrant in der Kirche einen weggeklappert hat mit den Zähnen und dann später im Olympiastadion gesprochen hat. Es gibt so viele Beispiele von Leuten, die Dinge, die sie nicht drauf hatten, gelernt haben, durch das, dass sie einfach wirklich diligent vorgegangen sind. Also quasi, dass sie wirklich gesagt haben, ich bleibe an der Sache dran. Ich lerne das wirklich Tag für Tag für Tag für Tag. Ich bleibe konsistent
und ich ziehe das durch. Und das ist eben etwas, was ich auch unterschreiben kann, was ich dir hundertprozentig sagen kann, je nachdem, wo du stehst. Wenn du zum Beispiel wirklich komplett erfolglos warst in deinem ganzen Leben, bei allen Frauen, die du getroffen hast, die fanden dich alle immer furchtbar und zum Schreien und zum Weglaufen, und du jetzt von mir aus 30 bist, ja, dann wird das seine Zeit benötigen, dann wird das auf jeden Fall ein Projekt, was größer ist, wo du sehr viel in deinem Leben aufräumen und verändern musst, was sich auf dein ganzes Leben auswirkt, nicht nur auf die Frauenthematik, damit du bei den Frauen, die du wirklich willst, landest. Wenn du jetzt aber zum Beispiel jemand bist, der einfach schon bei Frauen landet, nur gerne schönere Frauen kennenlernen will, weißt du, bei den richtig heißen nicht so richtig ankommt, nicht weiß, wie es anstellen soll, das ist oftmals einfach nur so ein paar Sachen hier drin, bei dir im eigenen Kopf, ja, dass du nicht, wenn du mit einer redest, wo es dich gar nicht so interessiert, locker bleibst und dann bei einer, wo du dann denkst, boah, die ist der Hammer, so die einen wegstammelst. Das hat super viel damit zu tun, wie du selber denkst, wie du die Frau in dem Moment betrachtest, wie du dich selber betrachtest, wie du dein Selbstwertgefühl organisiert hast, wie du dein eigenes Selbstbild organisiert hast, wie du kompetent bist im Flirt, ne? Ob du einfach weißt, worauf es ankommt und ob du weißt, dass diese ganzen Dinge, über die sich die meisten Kerle da so eine Platte machen, dass die gar nicht so relevant sind, wenn du dich wirklich richtig anstellst. Und das sind eben Sachen, wenn du die einmal begriffen hast, dann merkst du, wow, ich habe eigentlich da richtig viel Möglichkeiten, ich habe da richtig viel Verantwortung, die ich zu mir ziehen kann, und ich kann eigentlich die Fäden in der Hand halten und ich kann richtig viel verändern. Und das kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich früher auch keinen Plan hatte, wie ich überhaupt auf Frauen zugehen soll. Erstmal, überwinden war für mich mega schwer. Geben die meisten Männer gar nicht gerne zu. Aber ich selber, wenn ich eine Frau gesehen habe, die mir gefallen hat und ich sollte da hingehen, wäre ich lieber mit einem Schnitzel um den Hals in den Löwenkäfig gestiegen, als zu so einer Frau hingegangen. Einfach, weil ich mir in die Hosen gemacht habe. Das nächste war dann, wenn ich die angesprochen hatte, so dachte ich mir so, okay, was redest du jetzt mit der? Du kennst die ja eigentlich gar nicht. Und das kennt vielleicht auch der ein oder andere. Viele geben es nicht gern zu, ist aber halt einfach Fakt. Wenn du es nicht von jemand anderem gelernt hast irgendwann im Leben, hast du es halt nicht drauf. Und viele haben das halt so durch Beobachtung von irgendeinem coolen großen Bruder oder von irgendeinem coolen Kumpel oder von irgendwem, der das richtige Rollenbild hatte, oder auch vom eigenen Vater, haben das halt beobachtet und mitgenommen, können dir dann aber nicht erklären, warum es bei ihnen funktioniert, weil es einfach nur unterbewusst in ihr Verhalten eingegangen ist und sie es einfach automatisch richtig machen. Und manche haben natürlich auch, wie gesagt, das sind Faktoren, wollen wir gar nicht wegreden, ja, die sind riesig, die sehen gut aus, die sind trainiert, die haben im Prinzip das alles, was man so gesellschaftlich interessant findet oder was man klassisch so als Attraktivitätsmerkmal an einem Kerl erkennt. Ja, und klar, die haben dann einfach easy den Fuß in der Tür, aber auch da habe ich schon sehr, sehr viele gecoacht und auch sehr, sehr viele schon gesehen, selbst die ich nicht gecoacht hatte, die einfach Schwierigkeiten hatten, die gut ausgesehen haben und all das, rein nach dem Attraktivitätsspektrum, was die Gesellschaft so als toll findet, haben die gut ausgesehen, aber nichts auf die Reihe gekriegt. Warum? Weil die halt irgendwie trotzdem im Kopf halt schüchtern waren, introvertiert waren, das einfach nicht gecheckt haben, wie man das richtig macht. Und wenn du das halt hast, wenn du einfach nur verstehst, so funktioniert's und du kannst es selber in die Hand nehmen und es geht viel um dein eigenes Verhalten, dein eigenes Denken und all das und wie du mit Worten umgehst, dann hast du so einen riesigen Hebel, was die meisten Männer einfach nie in ihrem ganzen Leben kapieren. Und das einzusetzen ist sowas von mächtig, weil alleine, wenn du zum Beispiel lernst, mit Worten umzugehen, ja, wenn du zu einer Frau dann nicht einfach nur noch hingehst und sagst, hey, ich finde dich geil, sondern wenn du damit auch ein bisschen spielen kannst mit den Worten, ja, wenn du zum Beispiel hingehen kannst und sowas sagen kannst wie, also ich muss sagen, dein Fitness, dein Bauch, Beine, Po-Trainer hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Ja, und wenn sie dich dann angucken und sagst, ja, definitiv. So, das ist viel cooler, als zu sagen, ey, du hast eine geile Figur. Oder genau das Gleiche, anstatt zu sagen, ey, ich finde dich einfach nur heiß, ja, kannst du auch hingehen und einfach nur sagen, du siehst definitiv interessant aus, du könntest Ärger bedeuten. Das sagt irgendwo das Gleiche aus, aber einfach, du kannst besser mit Worten umgehen, weil du es besser geübt hast, weil du dir ein bisschen damit Gedanken gemacht hast oder weil du bei jemandem warst, der dir das beibringen kann. An der Stelle, by the way, wenn du selber einfach das lernen willst, wenn du da was verändern willst, wirklich ernsthaft und nicht nur auf YouTube dich berieseln lassen willst, kannst du super gerne einfach mal mit jemandem aus meinem Team sprechen, kostet auch nichts. Einfach nur mal drüber sprechen, wo stehst du eigentlich? Was sind bei dir die größten Hebel? Was kann man bei dir machen? Wie schnell kann es bei dir gehen, dass du wirklich an dem Punkt stehst, dass mit den Mädels läuft, die du gerne haben möchtest? Und wenn du das gut findest, kannst du einfach hier oben draufklicken auf das i, dort findest du das. Abgesehen davon, ob du das tust oder nicht, ist es einfach wichtig, dass du verstehst, dass diese Dinge alle bei uns selber zusammenlaufen. Ja? Wir selber haben das in der Hand. Wir selber, nicht die Umstände, in denen wir unterwegs sind, nicht die Leute um uns herum, nicht deren Verhalten, sondern unsere Entscheidungen und das, was wir daraus machen, das ist das, was wirklich darüber Ausschlag gibt, ob wir tatsächlich im Leben dorthin kommen, wo wir hinwollen oder nicht. Ja, es gibt immer Leute, die sagen, ja, brauchst nur Glück, brauchst dies, brauchst das. Halte ich für Quatsch, weil ich weiß einfach aus Erfahrung,
Wenn du was nicht kannst und du hängst dich rein und du ziehst das durch und du holst dir entsprechend einen richtigen Coach dafür, dann geht so ziemlich alles. Ich meine, wenn du zum Beispiel die Story von Mike Tyson verfolgst, ja, ich weiß nicht, ob du dir das mal reingezogen hast, aber der Kerl, als der 15 war, war der im Knast, hat wieder ein bisschen Mist gebaut gehabt, hat eine krasse Kindheit gehabt, ja, die Mutter irgendwie als Prostituierte gearbeitet und also das härteste Programm, was du dir vorstellen kannst, hat irgendwo im Ghetto gelebt und der Kerl ist dann im Knast bei so einem Trainer gelandet, wollte dann irgendwie boxen, der hat ihm auf die Schnauze gegeben, weil er halt eine große Klappe hatte, hat auch gesehen, der kann eigentlich gar nichts, hat ihn aber trotzdem dann zu einem Trainer geschleppt, weil er dachte, das kann vielleicht helfen und der ist dann zu ihm hin und hat gesagt, pass auf, wir machen dich zum Weltmeister, muss einfach nur machen, was ich sage und wenn das nicht klappt, kannst du jederzeit gehen. So, dann hat er das durchgezogen, was passiert? Er wurde der jüngste Schwergewichtsweltmeister, den es in der Geschichte gab. Das heißt, wenn du dir einen guten Coach suchst, kannst du ziemlich alles erreichen. So, das muss nicht unbedingt ich sein, ich bin zwar in diesem Bereich mit meinem Team definitiv sehr gut, aber wenn du diesen Bereich einfach was verändern willst, dann geht es einfach darum, dass du das auch wirklich tust, dass du auch wirklich es angehst und dass du dich nicht hinter Ausreden versteckst wie, ja, war halt noch nie so, hat noch nie funktioniert, wird auch so nie funktionieren. Klar, dein Gehirn wird immer nach Möglichkeiten suchen, dir selber recht zu geben. Wenn das deine Realität ist, wenn das deine Wahrnehmung ist, klar, dann wirst du natürlich immer nach Gründen suchen, warum das, was ich dir jetzt gerade sage, nicht stimmt. Aber diese Gründe, und das musst du halt auch sehen, ist genau wie wenn andere dir was ausreden wollen, was eigentlich smart ist, ist immer eine Rechtfertigung der eigenen Position. Und es ist manchmal schwer, sich einzugestehen, dass man nur in der Position ist, in der man ist, weil man nichts unternommen hat oder weil man es bisher nicht richtig gemacht hat oder weil man es bisher einfach nicht klar gesehen hat. Aber wenn du deine Brille, deine Filter, durch die du die Welt betrachtest, einfach mal abnimmst, wo man mit offenen Augen durch die Welt gehst und man merkst, an den meisten Dingen da draußen kann man tatsächlich was verändern, warum also nicht an der Sache? Dann findest du auch auf einmal viele, viele Gründe, warum das geht und dann kann das auch für dich möglich sein. Und by the way, auch hier, wenn du hier oben drauf klickst, findest du x verschiedene Männer, die darüber berichten, wie das bei ihnen war, wie sie am Anfang keinen Erfolg hatten und wie sie es dann doch am Ende hatten. Und ich kann dir also nur sagen, das ist das Beste, was du für dich tun kannst, wirklich an dieser Sache zu arbeiten. Du findest die kostenlose Hilfe dazu hier auf YouTube. Auf jedem Video, was ich produziere, kannst du dir reinziehen, wird dich weiterbringen. Geht es hier immer darum, wie du als Mann erfolgreicher bei Frauen wirst, aber auch insgesamt im Leben. Durchs richtige Mindset, durch die richtige Herangehensweise, durch das richtige Denken, das richtige Vorangehen, das richtige Handeln, die richtige Kompetenz, das richtige Skillset im sozialen Bereich. Aber wenn du natürlich sagst, ey, ich habe keine Zeit und auch keine Lust, mir das alles hier auf YouTube anzugucken und ich habe auch keine Zeit zu verlieren, dann kannst du es natürlich auch eben mit meiner Hilfe machen und die findest du eben da oben. Okay, mein Lieber, ich hoffe, das war genau das, was du hören musstest. Ich hoffe, das war genau das, was dich auch wirklich weiterbringen wird in diesem Bereich. Ich hoffe, es hat dich erreicht, es kommt bei dir an und du merkst, es ist meine ehrliche Intention, da was zu verändern. Und wie auch immer du das tun wirst, ich wünsche dir extrem viel Erfolg dabei. Lass mir gerne einen Kommentar da, was dieses Video mit dir gemacht hat. Gerne auch einen Daumen nach oben oder nach unten, wenn es dir nicht gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Everything changes.